Guten Tag, Herr Doktor. Ja, schönen guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Gerne. Was kann ich denn für Sie tun? Also Klaus und Helga, die haben heute eine Hochzeitsparty. Das ist doch schön. Ja, wissen Sie, die haben sich im Internet kennengelernt. Ja, das ist doch heutzutage ganz normal. Aber was wirklich dramatisch ist, er kommt aus Köln und sie ist Düsseldorferin. Aha, ganz klein Moment, da muss ich mir mal erstmal bei ein paar Notizen dazu machen. Also das hat doch die Welt noch nicht gehört, dass eine Düsseldorferin mit einem Kölner, also eigentlich geht das gar nicht. Sie passen zwar gut, aber es ist schon sehr merkwürdig, muss man schon sagen. Ja, erzählen und, Sie ruhig weiter. Was richtig, ja, wie soll man sagen, fast schon unerklärlich ist, er ist von Köln nach Düsseldorf gezogen. Aha. Das finde ich schon, also das finde ich eine ganz tolle Geste einerseits. Aber es ist schon was ganz Besonderes. Also eigentlich ist es ja auch bewundernswert. Aber es gibt was mich am allermeisten belastet. Und das wäre? Ich habe nichts anzuziehen für die Fete. Ach, wissen Sie, das ist doch was ganz Normales für Frauen. Ja? Ja, ja, ein ganzer Schrank voller nichts anzuziehen. Aber was meinen Sie, ist das denn in Ordnung, dass Klaus und Helga geheiratet haben und auch heute eine Party geben? Ja, klar ist es in Ordnung. Na dann. Herzlichen Glückwunsch!